Mitte Januar. Die Temperatur ist auf minus 25 Grad Celsius gesunken. Es ist kalt wie in der Arktis. Und das alles mitten in Schleswig-Holstein. Ein Windhauch genügt und die Bäume beginnen zu schneien. Ein Winter, wie ihn die Spaziergänger im Naturpark Westensee nur selten erleben. Doch der Naturpark hat um diese Jahreszeit mehr zu bieten als eine schöne Landschaft. Dort, wo die Eider in den Westensee mündet, hören wir Rufe von Vögeln. Es sind Singschwäne, die schon im November ihre nordischen Brutgebiete verlassen haben. Sie überwinterten an der Nordsee- und Ostseeküste. Jetzt sind einige von ihnen schon wieder auf dem Rückflug. Doch solange es noch so kalt ist, unterbrechen sie ihre Reise, um hier zu rasten. Zu erkennen sind die Singschwäne am gelb-schwarzen Schnabel. Gewöhnlich verschlafen die Tiere den Tag, wenn sie nicht gerade mit der Körperpflege beschäftigt sind. Die erwachsenen Schwäne sind ganz in Weiß. Bei den Jungen vom letzten Jahr ist das Federkleid noch nicht ausgefärbt. Sie tragen noch eine Weile braun. Gefahr? Nein, wohl doch nicht. Ein Schlaf auf Vorrat. Die Singschwäne können ihn gebrauchen, denn sie haben noch mehrere hundert Flugkilometer vor sich. Und ab Mai beginnt dann hoch im Norden das anstrengende Brutgeschäft. Einige Wochen später, Anfang März, hat Tauwetter eingesetzt. Die widerstandsfähigen Weiden haben den extrem kalten Winter gut überstanden, wie ihre zahlreichen Knospen zeigen. Nur sehr langsam schmelzen die meterdicken Eisschichten des Westensees. Enten nutzen die offenen Stellen und auch die Singschwäne. Sie sind wegen des kalten Winters länger geblieben als sonst. Inzwischen ist es Ende März geworden. In der Nähe des Teichufers halten Grasfrösche Hochzeit. Die Auswahl der Partner erfolgt nach einem einfachen Muster. Die Weibchen werden von den Rufen der Männchen herbeigelockt. Die Männchen umklammern alles, was vorbeischwimmt. Gelegentlich führt das zu Irrtümern. Das Froschweibchen, das sich in diesem Knäuel verbirgt, wird von zwei Männchen umklammert. Einmal vorn am Bauch und einmal auf dem Rücken. Für die Paarung ist das auf jeden Fall einer zu viel. Das Dreiergespann kommt nicht zur Ruhe. Da
Das Weibchen versucht, die vielen Bewerber abzuschütteln. Doch diese Bewegung lockt immer mehr Froschmännchen herbei. In einer ruhigeren Ecke des Teiches hat ein Pärchen Erfolg gehabt, wie der Froschlaich zeigt. Die dunklen, befruchteten Eier sind von Gallerthüllen umgeben. Die Tiere, die hier über das Wasser gleiten, sind Wasserläufer. Sie halten sich meist in der Nähe des Ufers auf und sind deshalb besonders gut zu beobachten. Diese Insekten schaffen es mit Hilfe einiger Tricks, auf dem Teich zu leben. Ihre Füße dellen das Oberflächenhäutchen des Wassers nur ein, ohne es zu durchstoßen. Aus der Nähe sieht man, warum das so gut funktioniert. Ein großer Teil des Beines ist abgeknickt und liegt auf dem Oberflächenfilm auf. Damit ist das Gewicht des Tieres gut verteilt. Und so rudern sie mit ihrem mittleren Beinpaar mühelos über das Wasser. Die hinteren Beine dienen als Steuer. Kommen sich zwei Männchen zu nahe, bedrohen sie sich. Und noch etwas ist wichtig fürs Leben im Feuchten: die Körperpflege. Mit den Vorderbeinen entnimmt das Tier Fett aus einer Drüse an seiner Rüsselspitze und reibt die Beine und den Bauch damit ein. So umgibt es sich mit einer wasserabweisenden Schutzschicht. Ein Wasserläuferpärchen ist am Ufer aufgetaucht. Das Weibchen trägt das Männchen Huckepack. Die Tiere bleiben etwa 10 Minuten zusammen. In dieser Zeit überträgt das Männchen seinen Samen auf das Weibchen. Und dann ist es gar nicht so einfach, seinen Partner wieder loszuwerden. Das wäre geschafft. Das Weibchen taucht nun den Hinterleib ins Wasser, um die Eier abzulegen. Natürlich darf auch das Fressen nicht zu kurz kommen. Dieses Tier hat einen Wurm erbeutet, den es mit den Vorderbeinen festhält. Es saugt sein Opfer mit dem Stechrüssel aus. Der erste warme Tag im Frühling. Wie geschaffen für eine Wanderung durch den Naturpark. Einige Bäume und Büsche sind schon grün. Aber in den oberen Etagen des Waldes ist das Laub noch nicht entwickelt. So kann das Sonnenlicht noch ungehindert bis zum Waldboden dringen. Einige Pflanzen nutzen diese Übergangszeit. Sie blühen nur, solange es im Wald genug Licht gibt. Buschwindröschen und Leberblümchen. Diese Blume ist in Schleswig-Holstein so selten, dass man sie nicht abpflücken darf. Ihr Name bezieht sich auf die Blätter. Sie sollen der Leber des Menschen ähnlich sehen. Buschwindröschen sind glücklicherweise noch nicht so selten wie Leberblümchen und überziehen den Waldboden an vielen Stellen mit einem weißen Teppich, zur Freude der Insekten. Hier eine Biene, die Blütenstaub sammelt. Das Buschwindröschen stellt keine besonderen Ansprüche an den Boden. Ganz anders als die Verwandte von nebenan, das gelbe Windröschen. Es wächst nur dort, wo es feucht und kalkreich ist.
In der Blüte suchen kleine Käfer nach Nahrung. Ende Mai. Der Kampf ums Licht wird immer härter. Das Laub hat sich entfaltet. Und nun ist die Zeit für die Pflanzen gekommen, die Schatten vertragen können wie die Farne. Ihre Blätter sind lichtempfindlicher als die der Leberblümchen und fangen deshalb das wenige Licht, das jetzt noch bis zum Waldboden dringt, besonders gut ein. Diese Pflanzen gehören zu den Hauptbewohnern des schattigen Laubwaldes, die Moose. Sie haben keine Blüten. In diesen Kapseln befinden sich die sogenannten Sporen, mit deren Hilfe die Moose sich vermehren. Pflanzen führen im Wald schon ein Leben im Verborgenen. Noch schwerer aber zu entdecken sind die Tiere. Wer den Fuchs beobachten will, braucht Geduld und darf frühes Aufstehen nicht scheuen. Zwei Jungfüchse tauchen am Waldrand auf. Ende März sind sie geboren worden. Nach 4 Wochen haben sie den Bau das erste Mal verlassen und halten sich nun Ende Mai immer mehr im Freien auf. Die Sonne ist eben aufgegangen. 5 Uhr ist es. Es wird langsam Zeit, dass es etwas zu fressen gibt. Vielleicht sind die Eltern schon zurück. Da, das Alttier mit Beute. Im schwachen Licht des frühen Morgens sind vor allem die weißen Flecke am Schwanz und an der Schnauze zu sehen. Signale in der Dämmerung. Das Jungtier macht sich klein und wedelt mit dem Schwanz. Nach dieser Begrüßung per Zeichensprache zieht es schnell mit der Beute ab. Ohne ein gutes Tarnversteck gelingt es kaum, Szenen wie die der Beuteübergabe zu beobachten. Auf der Wiese sind jetzt auch Kühe. Aber das stört unsere Füchse nur wenig. Sie sind neugierig und gehen auf Entdeckungsreise. Überall riecht es verführerisch nach Wühlmäusen. Und die fressen sie am liebsten. Noch aber können sie nicht alleine jagen. Doch sie üben schon dafür. Anschleichen? Und springen. Doch das galt wohl mehr dem Bruder als einer Maus. Und da ist wieder der Altfuchs. Er hat nur eines im Sinn, Beute zu machen für seine Jungen, die geduldig auf die nächste Mahlzeit warten. Die Jagd war erfolgreich. Der Fuchs hat ein kleines Säugetier erwischt. Auf der Wiese wird er schon erwartet. Diese Mahlzeit muss nun für ein paar Stunden reichen.
Der Jungfuchs prüft noch einmal, ob die Luft rein ist. Dann zieht er sich zum Mittagsschlaf in den Bau zurück. Der Naturpark Westensee hat viele Gesichter. Neben dem Wald sind es vor allem die Seen, die zur Beobachtung einladen. Auch hier lohnt es sich, früh aufzustehen. An einigen Ufern gibt es geschützte Zonen mit einem breiten Schilfgürtel. Er bietet zahlreichen Vögeln Deckung. Sie brüten dort und ziehen im Schilf ihre Jungen auf. Zu den Tieren, die sich auf das Leben im Schilf spezialisiert haben, gehören auch Greifvögel wie die Rohrweihen. Hier ein Männchen. Seine Flügel sind dreifarbig, braun, blau, schwarz. Im April sind Männchen und Weibchen aus Afrika zurückgekehrt. Dann feiern sie Hochzeit. Das Vorspiel findet in der Luft statt. Der Balzflug ist sehr abwechslungsreich. Manchmal verfolgt das Männchen das Weibchen und greift es scheinbar an. Hier kreist das Männchen allein über dem Revier. Sein Flug und seine Rufe sollen das Weibchen und Reviernachbarn beeindrucken. Doch nicht nur durch Flugspiele und Rufe versucht das Männchen seiner Partnerin zu imponieren. Es umwirbt sie noch mit etwas anderem. Das Männchen bringt Beute als Geschenk herbei. Da ist auch schon sein Weibchen und übernimmt die Beute. Während es mit dem Nahrungsbrocken davonfliegt, kreist das Männchen schon wieder über dem Revier. Das Männchen bringt Nistmaterial. Denn alles, was das Pärchen jetzt im Mai unternimmt, gilt dem Nachwuchs. Doch mit dem endgültigen Nestbau lassen sich die beiden noch Zeit. Sie fangen immer wieder neue Nester an. Das Weibchen wird sich erst später für eines entscheiden. Auch das Weibchen sammelt Nistmaterial. Die Zeit der Eiablage naht. Und nun findet sie immer häufiger statt. Die Paarung der Rohrweihen.
Wer im April und Mai den Naturpark Westensee durchwandert, kann mit etwas Geduld und Glück vom Weg aus die Rohrweihen über dem Schilf beobachten. Ein Schauspiel, das leider immer seltener wird. Wasserhahnenfuß blüht jetzt im Juni im Teich. Zwischen den Tauchblättern der Pflanzen schwimmen Kaulquappen, der Nachwuchs der Grasfrösche. Noch also gibt es im Naturpark Westensee einige Seen und Teiche, die zur Naturbeobachtung einladen. Für alle, die Spaß daran haben, folgen nun ein paar Tipps. Das Herzstück des Naturparks ist das Seengebiet. Es liegt im Städtedreieck Rendsburg, Kiel, Neumünster. Unser erster Tipp ist ein Rundweg um den kleinen Schierensee. Die Gewässer nebenan, der Methorst- und Rümlandteich, sind etwas für alle, die einen Blick auf das Leben der Amphibien und Wasservögel werfen wollen. Auch dort gibt es einen Rundwanderweg. Da sind ein paar Vögel. Ach, da. Da? Ja, da. Nee. Ach so, das ein Haubentaucher sein. Mal gucken. Haubentaucher, woran kennt man die? Von so einer Haube, so eine Federhaube. So eine Federhaube. Ja, das könnte sein. Ja, mal gucken. Ja. Nein, das sind keine Haubentaucher. Das sind Rothalstaucher. Diese Rothalstaucher. Richtig, die haben doch einen ganz roten Hals. Zeig doch mal. Das könnte sein, ja. Wer das Familienleben der Rothalstaucher beobachten möchte, hat am Methorstteich die besten Chancen. Die Eltern teilen sich die Arbeit. Der eine hütet die Jungen, der andere kümmert sich um die Versorgung. Eines der beiden Küken wird spazieren gefahren und erhält den Fisch schnabelgerecht serviert. Bis zu 30 Mal in einer halben Stunde wird gefüttert. Das zweite Junge will nicht. Da taucht der Vater den Fisch nochmal ins Wasser, damit das Ganze besser rutscht. Die jungen Rothalstaucher gehen auch schon eigene Wege. Der eine steckt den Kopf ins Wasser und hält nach Fischen Ausschau. Der andere taucht sogar schon und hat Erfolg. Immer wieder guckt das Küken nach Nahrung. Doch bis es einen Fisch im Schnabel hat, ist in dieser Unterwasserwelt schon einiges passiert. Fangen wir mit den wichtigsten Mitgliedern dieser Lebensgemeinschaft an, den Pflanzen. Ohne Sonnenlicht ginge in diesem Teich gar nichts. Die Pflanzen speichern die Sonnenenergie und wandeln mit ihrer Hilfe Wasser und Kohlendioxid in Nährstoffe um. Eine tolle Leistung, die nur die Pflanzen dieser Erde vollbringen können. Nur sie bauen das, was sie zum Leben brauchen, selbst auf. Nicht nur die großen Pflanzen sind Selbstversorger, auch die kleinen wie diese Grünalge.
Sie besteht aus einer Kolonie mikroskopisch kleiner Zellen. In ihrem Innern sind Tochterkugeln zu erkennen. Anders als die Pflanzen können die Tiere sich ihre Nahrung nicht selbst herstellen. Sie sind also von den Pflanzen abhängig. Ohne diese kleinen Algen müsste der Wasserfloh verhungern. Die Algen durchwandern den schlauchförmigen Darm. Das, was der Wasserfloh zu seiner Ernährung nicht braucht, wird nach draußen wieder abgegeben. Die Wasserflöhe sind nun wieder Nahrung für die nächstgrößeren, die Fische. Die Kette vom Fressen und Gefressenwerden geht immer weiter. Denn wer eben noch Beute machte, kann im nächsten Augenblick zur Beute werden. Dieser Brocken ist wohl eine Nummer zu groß. Das hungrige Geschwister hat den größeren Schnabel. Doch die Beziehungen der Lebewesen in diesem Teich sind noch viel komplizierter. In Gewässern, die nicht besonders nährstoffreich sind, leben Pflanzen wie der Wasserschlauch. Insekten fliegen seine Blüten an und sorgen für die Bestäubung. Über Wasser lebt die Pflanze also wie viele andere. Doch unter Wasser wird sie zur tödlichen Falle. Um seine Nahrung etwas aufzubessern, frisst der Wasserschlauch nämlich Tiere. In den Stängelachseln wachsen kleine Schläuche. An ihrem oberen Ende sitzen feine Härchen. Zusätzlich verschließt ein Deckel den Schlauch. Berührt ein Tier diese Härchen, so springt der Deckel auf. Wasser fließt in den Schlauch und mit ihm die Beute. Der Deckel schließt sich, die Falle ist geschlossen. Aus diesem Gefängnis gibt es kein Entrinnen. Wasserschlauch, Rothalstaucher, Rohrweihen. Pflanzen und Tiere, die an vielen Stellen unseres Landes verschwunden sind. Sie alle brauchen Seen mit sauberem Wasser und Ruhezonen, wo der Mensch nur als Zaungast vom Weg aus beobachtet. Zu den selten gewordenen Tieren dieses Gebietes gehört auch der Laubfrosch. Seine Körpertemperatur nicht besonders gut regulieren. Deshalb tankt er Wärme durch ein ausgiebiges Sonnenbad. Wer hierauf kommt, muss gut klettern können und einen festen Griff haben. Finger und Zehenspitzen sondern eine klebrige Flüssigkeit ab. Da ist das Festhalten kein Problem, von kleinen Ausrutschern abgesehen. Den Tag verbringt der Laubfrosch meist in Ruhestellung. Erst gegen Abend wird er munter. Auf dem Weg zum Wasser entdeckt er eine Schwebfliege.
Das war knapp. Aber wozu sind die Finger da? Nicht immer muss der Laubfrosch nach Beute springen. Mit der klebrigen Zunge wird die Fliege gepackt. Anvisieren, zuschnappen und schlucken. Die Zeitlupe macht dies deutlich. Am nächsten Abend liegt unser Laubfrosch noch auf der faulen Haut. Doch es wird nicht mehr lange dauern, bis er munter wird. Vereinzelt sind schon die Rufe seiner Artgenossen zu hören. Denn jetzt im Juni ist Paarungszeit. Feucht am Teich. Genau das richtige Wetter für die Hochzeit der Laubfrosche. Zu hören sind sie überall, aber sie im Schiff zu finden ist gar nicht so einfach. Das mit seinem Kraken versucht, Weibchen herbeizulocken. Die riesige Schallblase unter dem Kinn lässt die Musik, die er macht, besonders laut erscheinen. Tiere filmt, muss auf Überraschungen gefasst sein. Eine Laubfroschdame hat unser Stativ mit einem Schilfhahn verwechselt. Doch ihre Ohren leiten sie richtig. Denn das Männchen hat sich für sein Konzert ausgerechnet unsere Lampe ausgesucht. Zweites Pärchen findet sich dicht am Wasser. Auch hier umklammert das kleinere Männchen das Weibchen mit den Vorderbeinen. Der Bauch ist voll mit Eiern. Die Befruchtung geschieht im Wasser. Nach der Eiablage versucht das Weibchen, die Eier mit seinen Füßen noch etwas zu halten, damit der Samen des Männchens sie besser erreicht. Die beiden von der Lampe haben inzwischen auch ins Wasser gefunden. Schließlich wollen auch sie für kleine Laubfrosche sorgen. Das Männchen fächelt mit seinen Füßen den Samen zu den Eiern. Damit ist die Arbeit getan, denn um die befruchteten Eier kümmern sich die Frösche nicht mehr. Und noch jemand ist durch uns in dieser Juninacht herbeigelockt worden. Ein Maikäfer.
Wellen macht die Nässe zwar nichts aus, aber aufs Fliegen verzichten sie lieber. Dem Leutfrosch kommt eine solche Dusche gerade recht. Kaum ist das Gewitter vorbei, nehmen die jungen Rohrweihen ihre Flugstunden wieder auf. Mit dem Fliegen klappt es schon ganz gut. Mit dem Fangen der Beute weniger. Während der Jungvogel noch nach der verlorenen Beute sucht, geht der Altvogel schon wieder auf die Jagd. Warten auf die nächste Beuteübergabe. Da kommt der Vater mit Beute. Diesmal klappt es. Der zweite Jungvogel geht leer aus. Am Teich hat sich inzwischen Nachwuchs eingestellt. Die jungen Laubfrösche halten es nicht anders als die Alten. Auch sie nehmen gern ein Sonnenbad. Vor 4 Wochen hat der Laubfrosch noch im Teich gelebt, wie diese Kaulquappe. Doch auch sie wird bald an Land gehen. Ihre Beine sind schon entwickelt. Ende September. Am Bach drehen Wasserläufer immer noch ihre Runden. Die Farnel beginnen sich ihre Herbstfärbung zuzulegen. Wer jetzt im Naturpark Westensee wandert, sollte die Kamera nicht vergessen. Der Herbstwald bietet schöne Motive. Einige Nachtzügler wie diese Eintagsfliegen beginnen erst jetzt ihre Eier abzulegen. So gibt es auch um diese Jahreszeit noch genug Insekten, die den Spinnen ins Netz gehen. Naturpark Westensee. Ein Lebensraum für viele seltene Tiere und Pflanzen. Zugleich aber auch eine Landschaft, in der wir Menschen die Natur in ihrer Vielfalt noch hautnah erleben können. Und das zu jeder Jahreszeit.